So, das ist jetzt mein dritter Versuch, das Video irgendwie zu starten. Viel besser kriege ich es nicht hin. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, mit was ich das Video anfangen soll, wie ich es nennen soll, was ich erzählen soll und ja, keine Ahnung. Ich wollte mich einfach mal jetzt wieder bei euch melden. Es sind lange keine Videos mehr gekommen. Ich denke auch den Grund werden die meisten mitbekommen haben, wer es noch nicht mitbekommen hat. Ich muss am 1. August den Mambo einschläfern lassen. Auf jeden Fall wollte ich auf dem Kanal jetzt nicht einfach neue Videos hochladen und mich nicht dazu geäußert haben und wollte jetzt euch einfach mal so ein kleines Statement, wenn man es so nennen kann, da lassen und einfach auch ein bisschen erzählen, was passiert ist und wie es weiterging und alles, weil eben auch echt viele Fragen zurzeit kommen und nicht die auf einen Wisch einfach mal weg haben will, weil ich nicht immer wieder alles neu schreiben will. Ich habe auch eigentlich gedacht, dass ich euch ein bisschen ordentlicheres Video hochladen kann, aber gerade die letzten Tage war es eh wieder schlimm. Ich weiß nicht, warum ich jetzt erst entschieden habe, das Video zu machen. Auf jeden Fall, um erstmal zum Mambo zu kommen, der ist am 31. Juli, ist er auf der Koppel gestürzt und hat sich das Becken gebrochen und noch andere schlimme Verletzungen zugezogen und hat dann unter Schmerzmittel auf der Koppel noch gestanden, weil wir eben nicht genau wussten, was er hat, weil wir das nicht feststellen konnten am ersten Tag, weil eben das Becken vom Pferd nicht geröntgt werden kann. Auf jeden Fall nicht mitten auf der Koppel. Er konnte nicht mehr laufen, heißt Hänger verladen, Klinik, wie auch immer, war alles nicht möglich. Und das Beckenschallen ging eben auch erst am nächsten Tag, weil die Schwellung von dem Hämatom so groß war, dass man nichts gesehen hätte. Von der Art her, sag ich mal, war er komplett normal, weil er eben echt abgeschossen war von Schmerzmitteln her, dass er halt auf keinen Fall Schmerzen hat, bis wir da mehr sagen konnten. Ja, ich war dann den ganzen Tag da, beziehungsweise auch meine Familie, die hat währenddessen auch noch aufgepasst, war dann aber die ganze Nacht noch bei ihm und er stand halt wirklich die ganze Zeit auf einem Fleck und wir haben natürlich dann Futter und Heu ihm direkt vor der Nase platziert und haben die ganze Nacht oder beziehungsweise die ganzen Tage auch geguckt, dass es ihm gut geht und dass er versorgt ist und eben nichts passiert, während er einfach nicht weg kann. Und am 1. August haben wir dann das Becken schallen können, weil die Schwellung eben ein bisschen zurückgegangen ist. Und da wurde dann eben festgestellt, dass die Beckenpfanne gebrochen ist und dass das Gelenk draußen war und auch nicht wieder. Also das kannst du bei einem Pferd nicht operieren. Das kannst du höchstens bei einem Fohlen operieren mit Platten und allem, aber das selbst, das ist schwierig. Wir hatten in verschiedenen Kliniken angerufen, haben gefragt, ob man irgendwas machen kann, schon am Tag vorher auch. Und es gab eigentlich keine Möglichkeit, also es gab wirklich keine Möglichkeit, dass er irgendwie eine Chance gehabt hätte bei dem Bruch und daher, dass er halt auf Koppel da stand und da nicht weggekommen ist. Und deshalb mussten wir dann ihn am 1. August erlösen, weil ich eben nicht wollte, dass er da noch länger rumsteht. Man hätte das ausheilen lassen können, aber dann wäre das Bein versteift und du kannst ein Lauftier nicht mit einem versteiften Bein auf Koppel stellen oder an sich am Leben lassen, sag ich mal. Also es wäre mehr Tierquälerei gewesen als alles andere. Und es wäre die einzige Möglichkeit, die wir gehabt hätten, dass wir es ausheilen lassen, dass er eben am Leben bleibt. Aber so ein Leben würde ich mir halt für ihn nie wünschen. Daher gab es leider auch keine andere Möglichkeit. Das war das Einzige, was ihm irgendwie helfen konnte. Und ich hatte halt auf jeden Fall gesagt, dass ich beim Einschläfern dabei sein möchte. Dass ich da gerne bei ihm sein möchte, dass er einfach, ja, weiß nicht, ich finde, sowas ist man ein Tier schuldig. Und ich wollte es halt einfach auch, weil ich es für ihn schöner fand, wenn er einfach da jemanden bei sich hat, den er kennt, der vertraut ist, gut, der Tierarzt hat ihn auf die Welt gebracht, also der kennt ihn auch sehr gut. Er ist, wie man so schön sagt, eigentlich friedlich eingeschlafen, ist dann auch bei mir in den Arm eingeschlafen. Und ja, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was ich euch noch erzählen soll. Ich kann euch noch sagen, wie es weiterging. Ich habe immer schon gesagt, dass ich nach Mambo kein Pferd mehr haben will. Dass das eigentlich das einzige Pferd ist, für den ich jemals so viel Zeit, Geld, Herz und alles geopfert habe und es einfach nie wieder jemand an ihn rankommen würde. Ich war auch immer noch felsenfest davon überzeugt, nachdem es passiert ist und wollte eigentlich komplett aufhören. Wir haben da natürlich ganz viele geschrieben, hier ein neues Pferd hilft und das lenkt ab und mach weiter und bla und das willst du aber alles nicht hören, weil du in dem Moment einfach alles, also dir wird ja alles weggerissen und ich hätte mir niemals vorstellen können, auch noch irgendwie weiterzumachen oder geschweige denn ein anderes eigenes Pferd nochmal zu bekommen. Meine Schwester, meine Mama wollten natürlich auch, dass ich weitermache, weil meine Schwester eben nicht allein sein wollte und ist ja irgendwie doch immer schon dazugehört, der Reitsport und allgemein. Und die haben natürlich sich dann bemüht und haben nach Pferden einfach schon mal geguckt und ich wollte ja gar nichts davon hören oder sehen. Irgendwann ein paar Wochen später, glaube ich,
bin ich dann denen zuliebe mal mitgefahren, ein Pferd angucken. Und ich muss echt sagen, Pferdekauf ist eigentlich sowas Schlimmes und Dreckiges. Und ich würde es nie freiwillig machen, wenn ich es nicht hätte. Ich muss es ja auch nicht, aber ich wollte es halt meiner Mama auch zuliebe. Und eigentlich war es wirklich nur so, den anderen zuliebe. Ich hätte von mir aus, ich hätte aufhören können, aber ich bin eigentlich echt froh, dass die mich so gezwungen haben, in Anführungszeichen, weil ich anders, glaube ich, nie wieder aus diesem Loch rausgekommen wäre. Also, wie gesagt, ich wünsche es keinem, dass er sich ein Pferd kaufen muss. Du kriegst da kranke Pferde hingestellt und dann vor dir so ein Pferd steht, was eigentlich echt süß ist und so vom Gefühl her, wo du sagen könntest, ja, ist ganz goldig und könntest du dir vielleicht vorstellen, was eigentlich bei keinem der Fall war, bis auf mein jetziges. Das hat mich immer weiter davon weggebracht vom Reitsport und ich wollte eigentlich dann wirklich nichts mehr haben. Und bei meinem jetzigen der Hof, das war der letzte, den ich mir angucken wollte, beziehungsweise die zwei letzten, da habe ich gesagt, gut, wenn das jetzt nichts ist, dann lasse ich es, dann geht's nicht, weil ich habe dann echt teilweise beim Probereiten auf den Pferden gesessen und habe einfach geheult, weil es noch nicht ging wegen Mambo und an sich, weil es einfach nie so auch nur annähernd dasselbe war oder wo du sagen könntest, gut, das könnte vielleicht klappen und auf jeden Fall waren es dann, wie gesagt, die letzten zwei, die ich mir angeguckt habe und bei meinem bin ich dann echt dahin und es hat direkt gepasst und ich weiß nicht, ich dachte, ich habe mir so einen Quatsch eingebildet, von wegen, dass das ein Mambo ähnlich wäre oder das und dann willst du aber nicht vergleichen. Ich hätte nie irgendwas holen können, was dem optisch ähnlich sieht, wo ich gesagt habe, hier oder ein Friese wieder oder so, hätte ich nie machen können. Und ich hatte da eh so Angst vor, dass ich halt, weil ich so davon überzeugt war, dass nichts mehr an Mambo rankommt jemals, dass es überhaupt jemals wieder ein Pferd schafft, dass ich da so mein Herz dran verliere, sag ich mal. Und klar, der Mambo wird immer einfach die Nummer 1 bleiben, ja, und da auch nicht durch irgendwas ersetzt werden oder vergessen oder keine Ahnung. Aber der war halt einfach der Erste, wo es so richtig, wo ich so das Gefühl hatte, gut, irgendwas hat der von Mambo, auch wenn optisch überhaupt nicht. Aber irgendwas war so direkt vertraut und wo es gepasst hat und wo ich so dachte, okay, wenn der jetzt gesund ist, dann überlegst du es dir vielleicht wirklich. Und dann bin ich den Probe geritten, nachdem ich den anderen dort Probe geritten bin. Ich habe sowohl beim Putzen als auch beim Reiten ständig zu dem rüber geschielt, wo ich dann den anderen gemacht habe. Und habe alles geguckt und habe gedacht, oh, so ein süßer und halt noch so ein kleiner Junge, ja. Und es ist ja nochmal eine ganz andere Aufgabe. Und irgendwie hat das halt so von der Art her, sag ich mal, echt gepasst. Und auf jeden Fall hätte ich niemals gedacht, dass ein neues Pferd irgendwie auch immer eine Aufgabe einen so ablenkt und stärkt und da rausholt. Ich hätte jeder fragen können, ich hätte jedem gesagt, mach ich nicht, glaube ich nicht dran, dass das hilft. Und ja, weiß nicht, dass man dann dem Tier vielleicht nicht gerecht wird. Und auf jeden Fall bin ich da echt einfach froh drum, dass ich da so auf mein Herz gehört habe und nicht einfach irgendwas gesagt habe, oh ja, das passt von dem und dem her und das andere wird schon. Das war einfach eine Herzensentscheidung wieder und gerade nach der Sache mit Mambo da und das musste auch einfach so sein. Also alles andere hätte ich nicht gekonnt und ich muss wirklich sagen, also der Catchy hilft mir extrem und gerade so Phasen wie momentan, wo es einfach echt schlimm wieder ist, habe ich halt einfach wieder was, wo ich hin kann, weil das war sonst immer der Mambo, wenn irgendwas ist und jetzt muss halt der Catchy hinhalten. Ich würde es jedem raten. Mir haben auch viele geschrieben, ja, wie kannst du so schnell wieder ein Pferd holen? Ich meine, es waren 2 Monate ungefähr, also um die 2 Monate und gerade weil es so schlimm war, Mambo auch und weil es einfach mein komplettes Leben war, haben es manche vielleicht auch nicht verstanden. Ich hätte niemals ein Pferd geholt und ich hatte es auch nicht vor und das ist halt einfach so passiert. Ich bin im Endeffekt wirklich, wie gesagt, meiner Familie, meinen Freunden dankbar, dass die mich irgendwie versucht haben, da rauszuholen und mich dahin geschoben haben in die Richtung weiter, dass ich eben nicht in diesem Loch stecken bleibe. Und das wäre ich, zu 100% wäre ich das. Ich sage immer, du musst erst in so eine Situation kommen und dann kannst du darüber urteilen und nicht jetzt schon, also nicht wie ich das auch gemacht habe. Sobald man in der Situation ist, muss man für sich selber entscheiden und gucken, was das Beste ist und was einem selbst am besten tut. Und ja, in dem Fall war für mich die Pferdesuche überhaupt nichts. So vom Ganzen her hätte ich mir das eigentlich sparen können, weil es nur alles schlimmer gemacht hat. Aber ohne die Suche wäre ich halt auch nicht auf den Catchy gekommen. Und das war halt einfach, also was Besseres hätte mir halt nicht passieren können zu der Zeit. Und ich kann es nur, wie ich es auch immer wieder unter Bildern schreibe und sag und keine Ahnung, kann ich nur sagen, dass der Mambo niemals ersetzt wird, weder durch einen Catchy noch sonst was. Der hat immer seinen eigenen Platz. Der wird immer mein erstes Pferd bleiben und immer die Nummer 1 bleiben. Auf jeden Fall hoffe ich, dass das Video jetzt ein paar Fragen auch geklärt hat. Über den Catchy werde ich auch noch separat ein Video machen, die nächste Zeit irgendwann, weil es eben doch mit ihm auch noch
hier weitergehen wird. Also ich will nicht den Kanal komplett aufhören, genau wie die ganzen anderen Social-Media-Seiten. Für die Erinnerung an Mambo noch schön ist, dass man die ganzen Erinnerungen halt hat. Und ja, er dadurch ja trotzdem noch immer so ein Stück weiterlebt, finde ich. Dass ich eben jetzt nur nicht einfach hier neue Videos hochlade vom fremden Pferd für manche, die es noch nicht mitbekommen haben, sondern dass ich mich auch einfach mal zugeäußert habe. Von daher, wie gesagt, ich hoffe, das Video konnte ein paar Fragen klären und ich habe ja auch auf jeden Fall noch geplant, ein Abschiedsvideo zu machen von ihm. Mit so einem Video beschäftigt man sich ja doch ein bisschen länger und selbst so ein Sprechvideo jetzt hier fällt mir echt schwer, was ich gedacht hätte. Dass sowas dauert, ist glaube ich jedem klar. Es ist schon echt besser geworden durch den Catchy, wie gesagt, und ich habe immer längere, starke Phasen, sag ich mal. Aber trotzdem haut es einen einfach oftmals noch um und zieht dir den Boden unter den Füßen weg und schwierig, aber es ist auf jeden Fall geplant und es wird auch auf jeden Fall eins kommen. Ich werde euch jetzt aber schnell ein paar Bilder zum Schluss einblenden, einfach als schon mal kurzen Abschied, wie auch immer. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video.